Bam, Leute, herzlich willkommen zurück zur vielleicht auch letzten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben letztes Mal das Siegel gebrochen, das uns davon abgehalten hat, diesen Raum hier zu betreten. Und da dieser Raum so ziemlich im Zentrum des ganzen Gebäudes steht, lässt sich vermuten, dass der gute alte Gandalf hier drin auf uns wartet. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, gar nicht lange rumdiskutieren, sondern einfach rein. Rein damit. Okay. Aua! Aua! Hab ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Muss ich mich mal selber loben? Das war ausgezeichnet. Komm. Ja. Oh, Herzen. Sehr gut. Komm schon. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier mit dem Greifhaken Action machen. Wie viele Fledermäuse gibt's denn hier? Respawn die oder was? Jetzt ist da noch eine scheiß Fledermaus. Ja komm. Jetzt greif doch mal an hier. Was ist mit dir falsch? Na also, geht doch. Hä? Die respawn doch echt. Ja, genau, lass dich treffen. Kein Problem. So geht's auch. Wunderbar. Komm schon. Ah, wunderbar. Ah, dich kriegen wir auch noch. Komm. Oder auch nicht. Oh ja, da haben wir eine gekriegt, aber ich die wollte. Ich meine, natürlich wollte ich die kriegen. Das war meine Absicht. Genauso wie die. Pam, kriege ich auch noch ein Herz? Boah, lecker, 3 Herzchen. Jetzt sind wir direkt wieder voll hier, Alter. Ja. Epische Orgelmusik hier. Wir sind wieder voll. Jetzt würde ich noch vielleicht eine Fee begrüßen. Okay. Keine Töpfe. Okay, noch nicht. Okay, dann gibt's scheinbar noch ein paar andere Räume. Diese Typen habe ich noch nie gesehen. Was sind das für... Hier. Babam. Und umhieb, sag ich mal. Und zack. Und zack. Ja, die haben ja auch nicht so viel drauf. Sind wahrscheinlich ein bisschen die gleichen Typen wie die anderen komischen Reptilviecher, aber nur halt ein bisschen mehr aus, wahrscheinlich. So sehen sie zumindest aus. Aber richtig viel drauf haben sie. Alter! Da sage ich, sie haben nicht viel drauf und dann kommt sowas. Am Pam! Am Pam! Am Pam! So sieht's aus, Mensch. Okay, da geht das auf. Und was ist. Da hat's aber noch ein paar andere Gitter. Ist da einfach nichts, oder? Ich glaube, das ist nur aufgemalt. Ich glaube, das ist nur ein Bild. Das ist nicht echt. Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich wieder rausgegangen, oder? Ist das die Möglichkeit? Ich denke schon. Ich glaube, hier muss ich lang. Oder? Ja, sieht schon mal besser aus. Okay, eine weitere Tür. Eine weitere Prüfung vielleicht. Okay, Feuer. Oh, nee. Mach einen Abgang. Die muss ich bestimmt wieder alle gleichzeitig besiegen, oder? Ich könnte sie mit Magie besiegen, aber will ich, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, die Magie habe ich noch nötig. Ich habe das Gefühl, ich muss bei Gandalf auch ein paar Lichtpfeile verwenden. Und von daher verbrauche ich lieber keine Magie, vor allem weil ich auch kein Magie-Flash hier mehr habe. Okay, jetzt schnell uns um den kümmern hier. Komm schon. Da wird bestimmt wieder aufstehen, der andere. Ach, verdammt. Komm. Und zack. Und zack. Ach, er steht immer noch. Jetzt steht der andere bestimmt wieder auf. Oder ist er tot? Ich glaube, der ist sogar endgültig tot. Ja, sieht gut aus. So, aber... Ach, okay, das Feuer ist direkt aus. Alles klar. Easy. Easy.
Get wrecked, my friend. Was kriege ich hier? Noch ein Item? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Achso, der Masterschlüssel natürlich. Okay. Boah, den hätte ich nicht unbedingt gebraucht, weil... liegt ja eher auf dem Weg, quasi. Naja. Aber gut. Ist ja aber noch ein Raum, noch nicht der Master... noch nicht der Masterraum, was auch immer. Ach, und ihr kommt natürlich auch nochmal. Die schrecklichen Zahakstückler. Okay, zum Glück kommen nicht beide aufs Mal. Das wäre fatal. So. So, komm. Zack. Machen wir nochmal hoch. Da waren wir ja zu beide weg. Pam. Ah. Ja, die Viecher sind echt nicht schön. So, komm. Zack. Und zack. Und bam. Und bam. Jawoll. Und nochmal. Komm schon. Jawoll. Wir packen das. Es ist eigentlich immer noch nicht schwierig, aber ein klitzekleiner Koordinationsfehler und er macht einfach mega dick Schaden. Und pam. Ja, und pam. Wie lange geht denn der noch? Na komm, schlag mich. Du willst es doch auch. Bam. Und zack. Bam. Und zack. Bam. Er ist immer noch nicht tot. Bam. Ja, sag mal hier. Jetzt aber. Na, geht doch. Gib mir ganz viele Herzen, bitte. Puh, dankeschön. Alter Vater, und jetzt nochmal einen von denen. Ah, herzlichen Glückwunsch. Warte mal, kann ich den nicht? Ich mach das jetzt folgendermaßen. Ich habe so viele Krabbelbomben. Ich mach das jetzt mit denen. Immer mit der Ruhe, Freundchen. Und hui! Und hui! Funktioniert das? Ich hoffe. Ich sehe es leider nicht. Weil immer... Okay, aber ja, er leuchtet rot. Das heißt, er nimmt Schaden. Das ist sehr gut. Wir haben eh zu viele Krabbelbienen. Ich bezweifle, dass wir die noch brauchen werden. Und sonst haben wir noch normale Bomben. Machen wir die sichere Variante. Herzen sind mir wichtiger als diese Bomben. Aber er frisst echt viele, muss man sagen. Macht das überhaupt Schaden? Er leuchtet rot, er muss doch Schaden kriegen, oder? Ja. Und pam. Und pam. Ey, spreng die einfach weg. Was los? Und die nächste Ladung. Und noch eine Ladung. Hau rein. Oh ja. So läuft das hier. In die Luft gesprengt haben wir den. Nice. Und ganz viele Herzen. Ja, wir sind leider nicht ganz voll geworden, aber passt schon. Oder habe ich ein Herz hier übersehen? Nein. Gut. Ich habe mal wieder die Zeit nicht gestellt, aber ich denke, ich werde jetzt hier sowieso zu Ende machen, egal was kommt. Es sei denn, sie wird wirklich noch sehr lange. Aber ich denke schon, dass hier gleich... Ja, hier geht die Action ab. Puh, alles klar. Was könnten wir gebrauchen? Wir könnten wahrscheinlich die Lichtpfeile gebrauchen. Den Greifhaken behalte ich mal. Die Ocarina brauchen wir, denke ich, nicht. Das nehmen wir statt der Ocarina. Vielleicht müssen wir irgendwann mal das Auge einsetzen. Kann sein. Ja. Dann auf geht's. Ich kann... Ah doch, kann ich. Okay. Was ist das hier? Kann ich da runter? Schon, oder? Da hinten hat's noch Töpfe. Da ist eine Tür. Okay, ich dachte, jetzt geht hier gleich die Action ab, aber scheinbar nicht. Jetzt noch Pfeile. Gibt's hier noch eine Fee irgendwo, vielleicht? Für mich? Hier sind leider nur Herzen. Ich möchte nicht ganz Herz verschwenden, aber ich möchte eine Fee haben, wenn es hier eine gibt. Gibt's leider nicht. Da drüben sind... Ich lass die Töpfe kommen. Jetzt wissen wir, was das hier ist. Kann ich da raufklettern? Kann ich.
Bringt mir das was? Oben ist noch nichts, oder? Nee, da ist nichts. Ich könnte diese Tür gehen. Warte, von wo kam ich? Ich komme von hier. Okay, da hinten ist nichts. Dann geschieht einmal diese Tür rein. Komm. Was ist los? Hier geht's noch weiter hoch. Hä? Aber warte, dann. Okay, dann. Aber warum sind da so viele Töpfe? Komm, geh da nochmal rein. Kann ich da nicht rein? Ich kann da echt nicht mehr rein. Oh oh. Wenn da jetzt noch eine Fee war, dann beiß ich mir aber in den Arsch. Eine lange Treppe, die wir geschickt hochrollen. Im Link-Style natürlich. Und jetzt sind wir hier. Okay, ich schätze mal, dass wir jetzt über dem Raum rauskommen. Es scheint, beginnt der Kampf. Die Fragmente des Triforce, ich spüre. Ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass du gerade, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich! Endlich! Die drei Fragmente sind wieder vereint! Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforces. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es! Frick! Ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Ist mir eh nie geholfen, aber ja, okay. Tut mir leid, Frick. Ganondorf. Okay. Erstmal gucken. Wow. Ja, klar. Ja, klar. Okay, kämpfen wir unten, oder was? Oder muss ich jetzt wieder hier hochklettern? Scheinbar muss ich hochklettern. Warte, nee, 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 warte, 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 warte. Erstmal gucke ich jetzt, ob hier was drin ist. So viel Zeit muss sein. Herz? Okay. Ein Herz nehme ich noch. Da ist nichts drin. Komm schon, jetzt öffnet das scheiß Ding hier. Link. Alter, das gibt's doch nicht. Sind hier keine Feen drin? Mann, das ist doch verarsche. Nicht mal Herzen. Ja, das sind noch mehr Töpfe. Oh Gott. Na gut. Widmen wir uns dem netten Herrn da oben. Ich kann doch bestimmt hier abkürzen, oder? Komm schon, danke. Ich hoffe, der greift mich nicht an, während ich hier hochkraxel. Na? Schnucki? Wow. Immer wieder Ruhe. So. Ach, ich kann nicht anvisieren, weil Navi mir nicht helfen kann. Ach so, meinte sie das. Das ist natürlich scheiße. Okay. Lichtpfeile nehme ich jetzt einfach mal. Bam! Das bringt nichts. Okay, aber ich denke, ich weiß schon, was ich machen muss. Das Übliche halt, was man mit Ganondorf macht. Ah, verdammt. Okay, das könnte knifflig werden. Der macht echt
ordentlich Schaden, nicht zu knapp. Und das gut timen. Aber ohne Armisieren ist echt... Es ist ungewohnt. Ah, es ist eigentlich nicht schwieriger, weil ich muss nicht anvisieren. Ich bin auch so gut platziert. Aber es ist trotzdem mega ungewohnt ohne anvisieren. Ich glaube, ich bin tot nach einem Schlag, oder? Oh, das war knapp. Das war knapp. Concentration. Concentration. Okay. Muss ich ihn treffen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Aber, warte mal. Ja, ich nehm's. Bevor ich hier sterbe und meine Fee verbrauche, trinke ich lieber meinen Trank hier. Okay, was los? Okay, noch mehr kaputt machen. Alles klar. Damit kann ich leben. Zweite Runde. Ja, Concentration. Oh, das ging ja fix. Muss ich ihn jetzt vielleicht abschießen? Ich weiß es nicht. Oh, ja, tatsächlich. Das war jetzt einfach Rateversuch, was auch immer. Okay. Das war zu spät. Das war eindeutig zu spät. Okay, er macht 3 Herzenschaden. Und ich muss mir merken, ich sehe ja den Schatten von der Lichtkugel. Den Schatten von der Lichtkugel, ja. Ich muss mir merken, wann ich schlagen muss. Okay, so in der Mitte des Abgrunds muss ich schlagen. Oh, das ging fix. So, Pam. Schon. Ach, jetzt ist Navia wieder da. Okay. Ja, komm. Reinhauen. Jawohl. Ah, das war gut. Das war ein guter Schlag. So, geht jetzt noch mehr weg? Nö, okay. Ja, wieder etwa in der Hälfte vom Abgrund. Das war zu spät. Ja, das war eindeutig zu spät. Oh, ich bin Gendorf. Ich kann gut lachen. Okay, das war ein bisschen zu spät. Das war schon wieder zu spät. Okay, ich muss früher. Jetzt. Ja, das war gut. Okay. Das ist ein gutes Timing. Zack. Okay. Weil ich will immer sofort losrennen, aber ich muss zuerst ihn hier abballern. Oh, der hat sich aber schnell erholt. Mensch. Penner. Ja, komm. Okay, jetzt sehe ich so schlecht. Das ist ein schlechter Winkel. Ich sehe echt kaum was. Ja, also von dem Schatten. Ja, komm. Oh, jetzt Link. Ach, das ist doch scheiße, Link. Das ist die scheiß Steuerung. Die dann immer was anderes aus. Boah, Alter. Ja, Rage-Modus oder was? Komm, ja. Okay, wieder die Hälfte. Ja, ein bisschen später als die Hälfte. Ja. Ja. Okay, komm. Na, bitte, geht doch. Und pam, pam, pam. Los, reinhauen. Ich will keinen Sprung... keinen Sprungkick machen oder Sprunghieb, was auch immer, weil das ist mir zu unsicher, da treffe ich nie. Okay, jetzt wird er sich wahrscheinlich noch schneller erholen als sonst. Diesmal müssen wir umso schneller sein mit unserem Bogen. Das wird nicht klappen. Schätze ich mal, aber okay. So, ui, das war sehr knapp. Ja, und die Steuerung mal wieder. Das ist echt, also mit einer vernünftigen Steuerung von meinem scheiß Gamepad. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Gamepad liegt oder. Aber mit einer vernünftigen Steuerung wäre das so viel einfacher. Das ganze Spiel. Oh, das war knapp. Ja. Ja. Komm schon. Jetzt. Ich habe keine Magie mehr.
Wie soll ich das jetzt machen, wenn ich keine Magie habe? Jetzt im Ernst, wie mache ich das ohne Magie? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Hat's hier Magie drin? Hat's Herzen drin, aber... Oh ja, ein bisschen Magie. Komm, gib mir. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob es mit normalen Pfeilen funktioniert, aber ich schätze mal nicht. Glaube ich nicht. Aber wenn ich dann keine Magie mehr habe, dann muss es ja irgendwie anders gehen. Okay. Ein bisschen Magie haben wir wieder. Und dann ganz weit nach oben, bitte. Dann Schlonix wieder verpieseln, wenn wir oben sind. Wieso hältst du dich fest, Link? Spring doch einfach. Wieso hat er sich jetzt festgehalten? Nee, ich will den Greifhaken hier. Boah. Also Link, manchmal bist du echt kleiner Holzkopf. Kannst du einfach springen. Okay, diesmal springe ich übers Eck, da kann er sich definitiv nicht festhalten. Ja, so, zack. Jawohl. Und festhalten. Gut. Ja. Ich sehe wieder nichts. Ah, verdammt. Okay. Nur noch die Fee. Okay. Nicht schlapp machen, Link. Nicht jetzt. Nicht jetzt schlapp machen. Das war zu früh. Steh auf. Unsere letzte Chance. Also unsere letzte Chance, offiziell. Der Winkel ist einfach wieder beschissen wie eh und je. Ja. Okay. Okay, diesmal ist er viel schneller, habe ich das Gefühl. Komm. Ja. 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 Komm. Wieso nimmst du immer den Greifhaken, Link? Du Hurenkind! Du verbrauchst meine ganze Magie! Ganz ehrlich, diese Steuerung! Ah. Wenigstens beim Endkampf eine vernünftige Steuerung, bitte! Oh, das war knapp! Komm schon! Was? Wieso holst du jetzt die Flasche raus, Link? Ich hab nach links gedrückt! Echt, das ist purer Rage wegen der Steuerung. Das wird jetzt echt nicht lustig. Das ist extrem schade. Na also, geht doch. Geht doch. Jetzt hau... Triff ihn bitte. Wieso hast du ihn einfach nicht getroffen? Was sollte das? Okay. Was kommt jetzt? Oh, nee, 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 nee. Nein. Das will ich garantiert nicht. What? Wie soll ich das abblocken? Kann ich das so blocken? Was hätte ich da tun sollen? Ich habe wieder nichts. Ich kann also wieder den kompletten Weg nochmal zurücklaufen. Oh, Leute. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, Gott. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich weiß es echt nicht. Soll ich jetzt den Part beenden? Ich habe ja die Zeit extra nicht gestellt, weil ich ja eigentlich dachte, dass ich jetzt hier durchkomme. Aber ich kann ja jetzt vielleicht den Part beenden, wenn wir jetzt schon beim Endboss sind. Oh,
Mann, jetzt haben wir alles verschwendet und jetzt haben wir wieder nichts mehr. Wir müssen alles nochmal machen. Wir müssen bestimmt jetzt auch nochmal die ganzen Zwischenbosse machen. Och nee, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, ich beende jetzt mal den Part. Ich weiß nicht, ob ich weitermache. Ich muss mir das Ganze nachher angucken, wie es mit der Zeit steht. Ich sage jetzt einfach mal, dass wir uns jetzt beim nächsten Part sehen. Wenn ich es noch hinten dran hänge, dann hänge ich es noch hinten dran. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und tschö.